Hallo und willkommen bei der nächsten Runde von Planet Coaster. Und wenn ich mich richtig erinnere, waren wir letztes Mal dabei, das hier zu bauen. Ich weiß es sehr sicher, dass wir das waren, weil ich habe das Spiel ja nicht verlassen. Ja, und das machen wir jetzt auch einfach gleich so. Und wir werden dann, was wir letztens gesagt haben, die Farben ein bisschen ändern. Und solche Spielereien. Ich hoffe, dass... sieht dann soweit auch okay aus. So, die ganz kleinen, die will ich jetzt nicht. Theoretisch, da war doch irgendwie... Nein. Ja. Das habe ich gesucht. So. Und jetzt machen wir das Ganze gleich noch schön bunt. Beziehungsweise etwas bunter. Machen wir das so und machen wir das. Die Taste war das. So. So, dann haben wir den hier, den können wir auch. Ja. Ich wusste, dass es irgendwo so eine Ding, so eine Taste gibt. Perfekt. So. Und zu den Farben. Wir gehen mal wieder auf 10 Uhr. Das war gleich blendend. Können wir das so ein bisschen, ne? Bisschen gedämpfte Farben, nicht super, obwohl wir könnten es. Wir könnten es eigentlich schon so ein bisschen bunt machen. Das wollte ich eigentlich in der Farbe behalten. Das ist wahrscheinlich zu viel bunt, oder? Blau gefällt mir sehr gut. Ich möchte das hier kurz mal noch so verschieben. So genau. Passt. Farblich machen wir das mal orange. Also ihr könnt gerne sagen, wenn ihr das total furchtbar findet, weil... Ich finde das jetzt gar nicht so. Ich könnte theoretisch auch alle so in dem Ton machen oder sowas Graues, so Grautöne.
Probieren wir mal kurz da hinten aus. Ich glaube, ich mag das so ein bisschen bunt hier. So, machen wir das so. Das so. So. Können wir den hier bitte mal noch kurz ein bisschen rumschieben? Y, was so machen, bewegen, noch Mist, wieder runter, Y. Irgendwie so richtig passt mir der nicht. Ja gut, so könnte man ihn hinmachen. Und den machen wir noch mal so ein bisschen dunkler. Hätte auch, also würde ich jetzt auch cool finden. Vielleicht. Ich will eigentlich den hier. Okay, ich brauche viel zu viel Zeit dafür. Tut mir gerade leid. Nein, wir lassen die hier bunt. Wir lassen die hinten. So, wir machen die vorderen, die machen wir bunt. So. So richtig schön. Findet ihr, das sieht furchtbar aus? Mir gefällt es irgendwie total. Ganz knallig brauche ich das Rot vielleicht nicht. Vielleicht ein bisschen too much. Machen wir hier lieber blau. Was Grünes. Also ich vermeide jetzt die ganz knalligen Farben. Hier vielleicht mal. Gibt es hier irgendeine Farbe, die wo ich nehmen könnte? Ja, die passt. Und kann man das. So, yep. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich hiermit machen werde. Können ja auch mal wieder eher sowas mit reintun dann. Dieses Lila hätte ich gern dann nochmal. Da hätte ich aber jetzt gern nochmal sowas Oranges. Hier hätte ich gern dieses Lila. Was war das hier? Yep. Und hier hätte ich gern. Ich brauche hier ein paar hellere Farben noch mit rein. Das ist etwas triste. Boah, ich mag das aber irgendwie voll. Das sieht so verspielt aus, so. Das könnten wir nehmen. Es ist ja noch nicht fertig. Es kommt dann noch was mit dazu, aber so für den ersten. Für den Anfang denke ich, das ist jetzt so ganz. Das gefällt mir. Kann ich den hier einmal. Oder machen wir es ein bisschen. Ne, machen. Das ist sehr knallig. Aber irgendwie mag ich die Farbe. Okay, und dann kopieren wir. So, genau. So. Und. Okay, nee, das war zu viel. Machen wir ein bisschen runter. Yep. Ich kann das Ganze ja auch noch. Will ich das so auch noch drehen?
Könnte ich aber noch machen, dann wirkt das nicht so statisch. Dann machen wir jetzt nicht alle, sondern einfach nur so die flacheren so ein bisschen. So, so. Oder nicht nur die flacheren. Einfach nur, damit das nicht so. Nehmen wir das hier. So geradlinig wirkt. Das hier. Ich mache das gerade mal falsch, tut mir leid. Okay, dann brauchen wir aber einmal das hier ein bisschen rüberschieben. Dann brauchen wir das hier ein bisschen so drehen. Jupp. So. Ich möchte das hier so. Ein bisschen so. So, das hier auch noch ein bisschen. Ja. Das hier noch. Aber wir lassen jetzt nebenbei das schon mal laufen. Das hier ist geöffnet. Sehr schön. Ja, wir haben bloß 22%. Wundert mich nicht. Wir könnten die hier ja alle rüberpacken. Die packen wir jetzt da hinten mal hin. Dass wir hier so ein kleines Wäldchen praktisch haben. So. Der muss auch verschoben werden. Der kommt. Hier hin. So. Wundervoll. Wir gucken mal, dass wir hier weitermachen. Wir packen einen Getränkeautomaten mit her.
Wir machen auch irgendwas. Machen wir Hotdog Squad? Dann machen wir eher Pizza. Weißt du? Ja, wir machen Hotdog. Oder wir machen. Nee, der ist zu groß. Wir machen diesen Hotdog. Und kann man das Raster bitte hier ein bisschen. Ich würde das gerne. Wenn ich das hier jetzt drehe. Könnte ich das bitte. Ich würde gern das Raster halt einfach weghaben. Hier kann ich es drehen, lustigerweise. Ja, danke. Das Raster machen wir kleiner. So. So. Ja, so. Okay, fantastisch. Hotdog 1,93, Jumbo Hotdog 4,90 und Hotdog im Teigmantel machen wir 4,20 €. Wundervoll. Dann gucken wir mal, ob wir mit der Szenerie noch ein bisschen was machen können. So. Achterbahntüren. Die sind cool. Das ist auch cool. So ein Burger eiskalt. Eiscreme. Oh, das ist auch ziemlich cool. Okay, da brauchen wir. Wow. Ich würde gern so diesen. Also das ist jetzt. Das wäre vielleicht aber gar keine so blöde Idee. Was? Nein. Das jetzt platziert.
So. Ja. Oh, was haben wir hier? Hier haben wir Müll. Und noch mehr Müll. Kann ich den bitte einmal kopieren? Ich möchte gern hier... Die kosten alle gleich viel. Oh, und wir sind schon wieder am... Wow, wir sind schon wieder am Ende. Es sieht aber zumindest jetzt besser aus, oder? 33. Ja. Kann man machen, oder? Ich werde jetzt gucken, dass ich den... Sobald das hier erforscht ist, werde ich versuchen. Kann ich... Nö, kann ich momentan nicht gucken. Ich werde dann ganz einfach gucken, dass wir diesen VIP-Part da bekommen. Als nächstes. Jetzt bauen wir hier erstmal noch ein paar Büsche rein, würde ich sagen, wenn ich Büsche finde. Ja, okay, vielleicht eher was in einer kleineren Größenordnung. So was ist zum Beispiel eine Idee. Na? Das ein bisschen so überwuchert wirkt. Nein, ich. So, ja. Gut, aber wir machen hier das nächste Mal weiter. Ich verabschiede mich jetzt hier an dieser Stelle. Und ja, ich kann nicht aufhören. Ich werde wahrscheinlich gleich noch eine Folge aufnehmen und dann. Ja, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal, weil wir sehen uns leider nicht gleich wieder, sondern erst, wenn die nächste Folge kommt. Macht's gut. Ciao.